Steini, neuer Coach, Meinung. Da gibt ja noch nicht viel zu sagen. So, Pressekonferenz war stabil. Macht einen souveränen mir fällt das Wort nicht ein, Alter. Der hat irgendwie eine andere Ausstrahlung, wie das letzte, was da war. Ich weiß aber nicht, wie ich das beschreiben soll. Confidence? Ist es das richtige Wort? Also nicht sehr von sich überzeugt ist das falsche. Das kannst du halt auch so, das kannst du negativ auswirken. So, da hat so einen negativen Touch irgendwie, finde ich. Ah, sehr, sehr, sehr selbstbewusst, sehr, sehr überzeugt. Anders als das, was vorher war. Aber ob das funktionieren wird, keine Ahnung. Ich hatte schon wieder, also ich habe eine offene Frage bei der ganzen Thematik. Und eine Aussage, die mir schon wieder sehr, sehr viel Bauchschmerzen bereitet hat. Das sind so die zwei Sachen, die ich nicht ahne. Die erste Thematik war, wurde nicht gesagt, dass Knebel und Hechelmann nichts mit dem neuen Trainer zu tun haben? Rein was die Suche angeht. Auf der PK wurde mir das aber so verkauft, als hätten die den irgendwo geholt. So, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Weil ich glaube, erst gesagt worden ist, die beiden haben nichts mit dem neuen Trainer zu tun. Kann auch sein, dass ich da was falsch verstanden habe, aber das war mein Stand. Und in der PK hieß es dann, jo, ey, mit dem, ey, wir sind voll auf einer Wellenlänge und bla bla bla. Und das ganz große Magenzwicken hat mir die Aussage gebracht, der war unsere absolute Wunschlösung. Ich glaube, ihr könnt euch jede PK zu irgendeinem neuen Trainer angucken, es war immer die absolute Wunschlösung. Aber was sollen die auch anderes sagen, haben die ersten beiden abgesagt. Boah, du kannst das anders sagen, wie immer nur, das war unsere Wunschlösung. Wir haben uns den Markt angeguckt, wir haben mit einigen Trainern gesprochen. Am Ende ist unsere Wahl aber auf Barney Stinson gefallen, weil uns diese Sache am meisten überzeugt hat, Bruder. Quatsch mir doch nicht immer von Wunschlösung. Das wäre wesentlich ehrlicher gewesen, hättest du es so gesagt und hättest auch niemand in eine Pfanne gehauen. Ist ein offenes Geheimnis, dass sie sich mit mehreren getroffen haben und auch einige Absagen kassiert haben. Aber dann sag's halt so, aber immer dieses Wunschlösung. Nee, Papa, du musst das nicht so sagen. Einfach sagen, wir haben den Markt angeguckt, wir haben uns mit einigen unterhalten und am Ende ist unsere Wahl auf Barney gefallen. Weil das uns am meisten überzeugt. Aber komm mir doch nicht mit Wunschlösung, Alter. Bin auch mittlerweile sehr festgefahren, was Knebel angeht, so. Ich kann das einfach nicht mehr, so. Wie lächerlich war es denn bitte, dass der Undercover am Sonntag im Stadion war und sich nicht zeigen durfte? Ey, ihr habt das Video auch gesehen. Oh, yo, Mike, ja, die habe ich schon wieder ganz vergessen. Knebel und Hechelmann haben die gleiche Ansicht, wir drei haben die gleiche Ansicht, Fußball spielen zu lassen. Wo ich mir denke, boah, bitte nicht, ey. Bitte hab eine andere Ansicht. Bitte hab so ein bisschen eine andere Ansicht, wie die beiden. Aber der macht einen coolen Eindruck, so, keine Ahnung. Wie gesagt, meine Euphorie hält sich in Grenzen, nicht weil ich dem das nicht zutraue, ganz im Gegenteil. Aber einfach so, die letzten Jahre, ich habe keinen Bock, mich an einen Trainer zu gewöhnen, wenn der in 6 Monaten eventuell eh wieder weg ist. So, deswegen lasse ich mir damit lieber jetzt erstmal Zeit. Also ich bin ehrlich, nach 14 Tagen mit der Mannschaft musst du eine Veränderung sehen. Ja, irgendwann musst du was sehen. Und ich, die Leute meinen immer, wenn du von Veränderung sprichst, ist die Veränderung, dass du jetzt auf einmal nach 2 Wochen den nächsten Gegner 7-0 abschießt. Darum geht's ja gar nicht. Der kann kein Wort Deutsch, sehe da ein bisschen das Problem. Ich sehe da nicht mal das Problem. Ich sehe, das einzige Problem, was ich darin sehe, ist, dass eventuell wieder eine Ausrede für die Zukunft bestehen könnte. Warum etwas nicht so gut läuft. Das ist die einzige Befürchtung, die ich habe. Ich sehe kein Problem damit, wenn ein Trainer Englisch spricht. So, Alter, ein bisschen Englisch muss er halt können. Ja, auch gerade als Fußballer. Aber ich habe Angst davor, dass das irgendwann wieder als Ausrede genommen wird. Na, ja, der hat da so einen Slang und weiß ich nie was. Das ist so eher meine Befürchtung. Wisst ihr, was mir... Geht das nur mir so? Ich habe mal, wo der geredet hat, die Augen zugemacht. Bro, sein Englisch, der hat einen gewissen Akzent da drin, wie er redet, von seinem Sprachtempo. Mir kam das so vor, als höre ich da José Mourinho zu. Bin ich da der Einzige? Ich finde, der quatscht wie Mourinho. Stimmfarbe, Betonung, Sprachgeschwindigkeit. Ich finde, da sind voll Parallelen in der Stimme zu Mourinho. Optisch so eine Mischung aus, wie gesagt, Barney Stinson und Rode. So, die beiden so verschmolzen miteinander. Ich stelle mir die Frage, ob der sich so weit darüber informiert hat, dass er sich für den Amtsantritt, für die erste PK, Kontaktlinsen in die Augen reingemacht hat. Junge, was hat der Bruder denn bitte für Augen? Also mehr blau geht ja schon gefühlt gar nicht mehr. Ich werde Trainer auf Schalke, hol mal die blauen Kontaktlinsen raus.
Also der macht auf mich so einen sehr, 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 sehr besonnenen Eindruck, einen sehr, sehr realistischen Eindruck. Der scheint ein klares Ziel zu verfolgen, aber das macht jeder Trainer, ja. Das ist halt bei jedem Trainer so. Das Einzige, was bei ihm, ich finde, bei ihm fühlt sich das ein bisschen anders an, wie das, was vorher war. Ich finde, der hat ein komplett anderes Auftreten zu den letzten Trainern irgendwie. Ohne, dass ich damit meine, dass ich mich da in irgendwas reinhype oder so. Die Zeiten sind vorbei. Und was ich tatsächlich gut finde, ist, dass es kein Trainer ist, der irgendwie einen ganz großen Bekanntheitsgrad hat. Unterm Strich finde ich das tatsächlich echt gar nicht verkehrt. Der noch gar nicht groß in Deutschland unterwegs war oder sonst irgendwas. Ja, der hat so irgendwie eine eigene Aura, so komisch. Kann das nicht beschreiben. Jan Schalke haben auch eine gute Zukunft. Ja, Bro, wenn jetzt wieder die Uhr auf Null gestellt ist, so in unserer Tritra-Trullala-Welt, ey, dann würde ich das mitnehmen, Alter. Stevens kannte damals auch keine Sau. Und wenn der gerne eine neue Ära einleitet, ey, dann bin ich sofort dabei, ne? Wie gesagt, die letzten Monate haben halt was anderes gezeigt. Nicht Monate, Jahre. Aber siehst du mit dem Kader in 3-5-2? Ovian ist ja eh. Für Ovian wäre das am besten. Ich sehe halt die Verteidigung nicht. Aber wie soll die Verteidigung aussehen, Jungs? Kaminski, Baumgartel, Kallas. Das wäre die IV. Auf dem Zettel hört sich das gar nicht so schlecht an. So, und dann hast du nur noch ein CC auf der Bank. Und dann hört's auf. Da hast du Henning vielleicht noch so. Wobei, der spielt da überall und nirgendwo gefühlt. Aber das ist echt dünne, Alter. Ich find's sehr dünne. Aber da war Ovian halt am stärksten. Ja. Ovian war am stärksten in der Dreierkette. Aber ich sehe einfach die IV nicht stark. Mir fehlt jegliche Fantasie, dass die besser werden da hinten. Beziehungsweise, dass das harmoniert in der Verteidigung. Also das finde ich sehr, sehr spannend an dem neuen Trainer zu sehen, wie er das in den Griff kriegen will. Das ist für mich das Spannendste in der aktuellen Situation. Wie der all das Bestehende kippen will. Wen findest du am besten in der IV? Aktuell bei uns? Ich würde jetzt mal Kallas sagen, weil der Tore schießen kann. Aber im 3-5-2 ist kein Platz für Lasme Kabadayi, oder? Ja, ich weiß halt nicht, wo der hin will, so. Das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, wie er das dann spielen will. Ich meine, dann gehen die ins Mittelfeld. Zieht er die nach vorne? Kann auch sein, dass er ein 3-4-3 spielt. Dann hättest du wieder Platz für die. Ja, 3-4-3 hättest du Platz. Ich glaube auch, es wird eher ein 3-4-3. Was mit Sturmposition? Bestimmt will man nicht Polter Terodde spielen, oder? Ich denke, einen von den beiden werden spielen. Ich hoffe, dass die langsamer Keke spielen lassen, Alter. Nicht, weil das der Heilesbringer ist, aber einfach, mein Gott, gib dem doch mal ein bisschen. Wenn du in der zweiten Liga den sich nicht präsentieren lassen willst, so wo denn dann? So, wofür ist er dann im Kader, Alter? Kein Flügel, ist ja kein Flügelspieler, Alter. Ruhe Drauge zu Bayern, Bruder, dat, als ich das gelesen habe, ne? Kann sich München nicht mal um ihre eigene Scheiße kümmern, Alter? Der Junge hat 3 Spiele gemacht und die geben einem jetzt schon wieder in der Situation auf den Sack, Alter. Wissen doch gerade, was bei Schalke los ist. Können den ja beobachten, ist ja alles gut. Aber was soll das jetzt? Und dann sich wieder hinsetzen. Ja, Schalke ist Traditionsverein. Wir wollen, dass die in der ersten Liga sind. Ja, dann hör doch auf, und weiter Unruhe zu machen, Alter. Die nächste Fiete ab. Jan Schlaudraff, Baumjohann. Lass den doch erstmal ein bisschen spielen. Ihr habt doch eh genug Kohle. Das ist also. Mir ist auch klar, dass der nicht ewig auf Schalke bleiben wird. Bro, der hat gefühlt 3 Spiele gemacht. Ich hoffe, der Junge ist schlau und bleibt erstmal 2. Ja, nicht. Du musst ja nicht 3 Jahre bleiben. Aber Bro, nach der Saison noch ein weiteres Jahr, Alter. Und nicht jetzt da nach einer Saison. Das ist. Weiß ich nicht. Spielt bei Bayern sowieso nicht. Er geht dann nach Bayern und Ende vom Lied ist, der wird 25 Mal verliehen. Und irgendwann, wenn er dann gut ist, so, dann lassen sie sich feiern. Ja, ey, hier, Udraogo, unser Junge, Alter. Haben wir ausgebildet. Lass den doch mal bei uns, Alter. Hör doch auf, da immer Unruhe zu machen. Wir haben andere Probleme gerade. Natürlich wird der direkt verliehen. Was anderes können die ja auch nicht. Nee, das ist zu früh. Also jetzt mal bei allem Spaß, Flachserei, aber das ist viel zu früh. Viel, viel zu früh. Dass der Junge Anlagen hat, ein Großer zu werden, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Aber das ist zu früh, Alter. Das geht mir mittlerweile auf den Sack. Also nicht jetzt zwingend mit Bayern generell, mit dem Fußball. Da werden 13-, 12-Jährige gekauft, Alter. Meine Fresse, Alter. Irgendwo musst du mal einen Punkt machen. Ja, 15 Jahre Brasilien, 40 Millionen. Ey, also, ja, die Zeit, alles entwickelt sich weiter. Aber ich muss halt auch nicht mit allem einverstanden sein. So, mir gefällt das halt nicht. Ich feiere das halt nicht, die Entwicklung. Können andere feiern, ey, all good, ich feier das nicht.
Trotzdem muss Bayern das jetzt machen, ansonsten kriegst du ihn vielleicht nicht mehr. Als an Bayerns Stelle kriegst du ihn vielleicht nicht mehr sonst, ne? Wenn 90 Millionen für einen 35-Jährigen bezahlt. Jo, alles klar. Haben die kein Geld für Draogo. Junge! Für Draogo nächstes Jahr Bayern und dann nach Schalke verleihen, wird nicht funktionieren, Ramon. Guck dir so die neue Thematik an, wobei da habe ich auch nochmal eine Meinung zu. So, erst da in München die Fahne da, den Kahn verarschen und dann sie verpissen dahin, so, das ist halt komisch. Aber das wird nicht funktionieren, wenn der nach Bayern wächst und die leihen den nach Schalke aus. Das wäre, glaube ich, auch für die Entwicklung von dem Jungen nicht so förderlich, glaube ich. Das wäre ein anderes Schalke, was er dann empfangen würde, glaube ich. Schalke und Bayern eine Rivalität, wer hat denn keine Rivalität mit Bayern, Alter? Ist ja immer eine Grundrivalität da. Weil die ganz oben stehen. Und dann denkst du dir, ey, ihr wisst doch, wie wir am Arsch sind. Wieso wartet ihr nicht nochmal ein Jahr? Müsst dann halt 10 Millionen mehr bezahlen, aber ihr habt das doch. Aber da ist der Fußball so. Wird ja jeder so machen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, Draogo viel zu früh. Viel, viel zu früh. Das Einzige, was ich hoffe, ist irgendwie so generell von meinem, oder dass der vom Mindset, ich glaube, sein kleiner Bruder ist auch in der Jugend, oder? Dass der so einen sehr, sehr engen Draht zu seinem kleinen Bruder hat. So beschützerinstinktmäßig. Ich will bei ihm in der Nähe sein und sowas. Eventuell, dass das so eine kleine Rolle spielt. So privates Zeug. Das ist so das Quäntchen Hoffnung, was ich habe in der Thematik. Dann gehen beide. Ne, wenn der Kurze... Guck mal, bei Kindern immer noch mal anders, Kumpel. Kinder immer aggressiveren Freundeskreis. Die wollen nicht weg. Gewohntes Umfeld. Kollegen alle da. Die wollen nicht in eine andere Stadt. Da ist dann nochmal was anderes. Das ist so das Quintchen Hoffnung einfach, was ich habe. Draogo ist 17. War ein Joke. Ja, aber ist ja, wäre ja nicht untypisch, dass sie den Bruder dann auch einfach mitkaufen. Ne? Aber wie gesagt, ich hoffe so ein bisschen, dass das darauf hinausläuft. Ist ja, es bestehen ja, glaube ich, auch Gerüchte gerade, dass man dran ist, den Vertrag umzuschreiben. Ne, die Ausstiegsklausel irgendwie anzupassen oder irgendwie sowas, meine ich. Weiß nicht, ob da was dran ist, aber ich habe das gehört gehabt. Vielleicht kann man sich da irgendwie einigen. Ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle jetzt der neue Trainer. Ja, die Klausel wollen sie abkaufen, irgendwie sowas. Ich hoffe, dass der Trainer eine Rolle dabei spielt jetzt. Und ich hoffe, dass der auf den setzt. Und nicht mit, boah, nicht verheizen und, ach komm schon, Alter. Der Junge ist gut und talentiert, aber für ein Spitzenteam in der Bundesliga... Nee, absolut nicht Gamer. Auch noch nicht für eine Bank in der Bundesliga. Aber, Bro, ist das normal? Junge Spieler kriegen ja auch gar keine Möglichkeit mehr, sich zu entwickeln. Die werden einfach direkt gekauft, die werden mit dem Geld gelockt, mit dem großen Namen von irgendeinem Verein, damit sie dann erzählen können, ich spiele bei Bayern, ne? Ich bin Bayern-Spieler. Die jungen Burschen, die kriegen ja gar keine Möglichkeit mehr, sich zu entwickeln, Alter. Die kriegen die Scheine da vor die Nase geschmissen und dann sollen sie noch bei klarem Verstand sein, also... Gustavs von Gladbach war doch das beste Beispiel. Ja, da gibt es auch andere Beispiele. Fita Arp ist auch ein Sinnbild dafür eigentlich. Oder die ganzen Eigengewächse von München, Alter. Sinan Kurt, Gaudino oder wie der hieß. Wo sind die denn jetzt alle? Kommt in dem Alter echt darauf an, wie die Eltern ticken. Ja, Kumpel, das kommt auch noch dazu, ne? Generell die privaten Gegebenheiten. Aber, kannst du das irgendeinem Knirps verurteilen? Generell in der heutigen Zeit mit Instagram alles vergleichen. Ey, guck mal, der fährt Porsche. Boah, ich nicht. Haha, du Loser. Wenn da auf einmal irgendjemand gerade, was weiß ich, 4 Profispiele hat in der zweiten Liga und dann kommt ein Verein an und wedelt dir da mal richtig einen ab, da wird's auch dann, ey Bruder, ey, so jung, ich nehme die Kohle mit. Da nehme ich aber die Kohle mit, immer. Habe ich jetzt schon mehr Geld als mein Vater. So, weißt du? Ja, ganz komische Entwicklung. Der Draxler-Interview ist ja nichts Neues, Schilly, eigentlich. Dass der irgendwann zurück will. So, Bruder, der kommt aus Gladbeck, so. Ist Schalke-Fan. Oh Wunder, dass der nochmal für Schalke spielen will. Aber Schilly, ich habe auch schon gesagt, mein Call ist es, wenn Schalke irgendwann mal wieder aufsteigt, call ich dir direkt für die Saison 2 Wechsel. Das ist Draxler zurück nach Schalke und Robin Gosens nach Schalke. Die beiden werden zusammenkommen. Das ist mein Call. Ist ein wilder Call, aber die werden zusammenkommen. Und wenn der mir um die Ohren fliegt, ey, all good. Aber ich glaube nicht dran. Gosens vielleicht erst, wenn er 34 ist. Ja, keiner, die werden aber zusammenkommen. Gosens wird noch einmal das Schalke-Trikot tragen. Robin Gosens ist ein Bucketlist-Fußballer, wo die Karriere sehr, sehr spät gezündet hat. Und Gosens kaufe ich dann ab. Gosens kaufe ich dann ab, dass sein großer Traum ist, einmal für Schalke zu spielen. Ich kaufe dem dann einfach ab. Der erzählt seit 5 bis 7 Jahren, was er bei uns spielen will. Ja, Schilly, was willst du denn machen, wenn der Vorstand nicht will? Der war doch einmal kurz davor. Und der Vorstand wollte die 2 Millionen mehr oder was das waren, da an Ablöse nicht hinlegen. Der war doch einmal kurz davor. Und dann hat er gesagt, bei allem Respekt, aber zweite Liga, ich sehe mich gerade noch besser. So, es ist eine vollkommen legitime Aussage. Einmal hatten wir ihn fast.
Und ich kann auch einen Draxler verstehen, bei aller Liebe so. Viele sagen, die Karriere, das ist keine Fußballkarriere, auf die du stolz sein kannst. Dem wird das am Ende scheißegal sein. Der hat aus seiner Karriere rein finanziell das absolut Maximum rausgeholt, hat die besten Ärzte um sich rum, sieht was von der Welt. Pff. Für einen Fußballromantiker, der wird sagen, Junge, was ist das denn für eine Scheiße? Aber mit Romantik machst du dir keinen Kühlschrank voll, ne? Und Draxler war immer unfassbar talentiert, unfassbar talentiert. Und rein fußballerisch gesehen, bei ihm die Stationen, die waren halt nicht gut. Die waren einfach nicht clever. Der hat auch bei PSG keine schlechten Spiele gemacht. Aber PSG war einfach, Bruder, Draxler, Name viel zu klein, wir holen mal ein paar neue. Und das gleiche ist Di Maria in seiner Karriere ja widerfahren. Di Maria war immer gut. Egal, wo der gezockt hat, Bro, der war immer gut. Aber die haben immer noch jemand anderes dann für Di Maria geholt. Di Maria eigentlich immer gut gewesen, egal wo der hingekommen ist. Und hat dann immer eine Saison danach gefühlt einen vor die Nase gekriegt. Ein größerer Name einfach. Nee, Schilli, ich sag ja, wenn du rein Fußballromantik betrachtest, finanziell beste, was er machen konnte. Die ganze Karriere, besser hätte sie nicht machen können. Wenn du rein nur Geld. Aber wer mir erzählen will, Draxler ist ein schlechter Fußballer, also da kippe ich hier vom Stuhl, ehrlich. Draxler ist technisch so unfassbar gut. Draxler zu Wolfsburg verstehe ich bis heute nicht. Das hat Schalke verkackt. Das hat Schalke verkackt. Einem jungen Spieler einen Vertrag geben und den dann überall auf Autos zu kleben und durch die Städte fahren zu lassen. Also bescheuerter kann es halt wirklich nie sein. Draxler wollte damals einfach nur weg. Nicht weg aus Deutschland, aber einfach nur weg. Ja, auf Bussen und irgendwelche Autos beklebt mit dem. Also, der wollte einfach nur in Deutschland bleiben und irgendwo hin, wo er Ruhe hat. Die Busse sind sogar... War das nicht damals sogar so? Wurde der nicht wirklich nur auf die Busse geklebt, um Dortmund einen reinzudrücken wegen Götze? Und der Bayern-Thematik? Da war doch irgendwas, oder nicht? Ich weiß es halt auch nicht mehr, aber irgendwas war da. Aber das sind zu sagen, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass der neue Trainer da das geschissen kriegt. Dass der die Sprache der Spieler spricht. Dass du eine Entwicklung bei den jungen Spielern siehst. Dass die jungen Spieler eine Chance kriegen, sich zu präsentieren. Und dass du endlich mal ein spielerisches Konzept siehst, ey. Bitte, ey. Bitte. Ich verlange doch nicht, dass die jedes Spiel über alles drüber rennen, ey. Um Gottes Willen. Ich kann auch mal mit einem absolut verrotzten 1-0 leben. Oder mal mit einem beschissenen 1-1. Das wirst du haben, so. Das ist vollkommen normal. Aber ich will einfach endlich mal wieder einen spielerischen Ansatz sehen. Ich will endlich mal wieder sehen, für was dieses Team steht. Steht es für technisch begabten Fußball? Steht es für pressingbegabten Fußball? Steht es für defensive Stabilität? Steht es für Konterfußball? Ich will was sehen, Alter. So, wofür steht die Truppe? Jetzt gerade habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich so, ja, ey, wir treffen uns nach der Arbeit heute Abend, Zockerhalle. Ja, ja, ich komme ja, ich kann aber nicht. Ja, ja, dann sind wir heute aber auch nur zu dritt. Aktuell ist das Kreisliga C auf den Sonntag und Samstag war Dorffest. Letzter Platz Kreisliga C. Samstag war Dorffest, Sonntag 4 Leute da. So ist aktuell, kommt mir das vor. Betrunken, beste Leistung. Vielleicht wäre das auch mal ein Ansatz. Mannschaftsabende vor dem Spiel zu machen. Mit All You Can Drink. Vielleicht wäre das vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, mal probieren. Nee, aber ich möchte was sehen. Ich möchte was sehen, wo der Trainer hin will. So. Wenn er das im ersten, zweiten, dritten Spiel noch nicht so hundertprozentig siehst, dann ist er, ey, ist für mich in Ordnung. Ja. Aber ich will sehen können, wo der hin will mit seinem Fußball. Das möchte ich sehen. Ich möchte jetzt nicht wiedersehen in 2 Wochen, gegen wen spielen wir überhaupt. Ich möchte da nicht wiedersehen, langer Ball hinten raus, tropfen lassen und beten. Das möchte ich nicht mehr sehen. Gegen Karlsruhe. Ich möchte das nicht mehr sehen. Ich will keinen blinden langen Ball nach vorne, wo das Mittelfeld überpölt wird. Nee. Und ansonsten mal sehen. Ich habe ja gehört, dritter Co-Trainer ist jetzt Moneyboy, ne? Wie spricht man den überhaupt aus, Alter? Geretz oder was? Als erstes dachte ich, Schalke hat wirklich Erik Geretz geholt, Chat. Für einen kurzen Moment habe ich geglaubt. Der muss irgendeinen Spitznamen haben, Alter. Ich nenne den Barney. Ganz liebevoll Barney. Barney. Barney Stinson. Es wird Legend. Moment mal. Der. Ich nenne ihn Barney.